Dann können Sie sich vielleicht bei der NPD oder der DVU dazustellen. Aber mit so einer Scheiße hätten Sie eigentlich nicht das Recht, Ihre Uniform noch weiterhin zu tragen. Ich komme von hier. Was ist denn das für ein Argument? Was wollen Sie damit aussagen? Sie drehen ja die Wörter am Mund. Sie haben gesagt, Sie kommen von hier und das wäre besser als die Hälfte der Demo, die nicht von hier kommt. Scheiß Patriot, Mann. Echt? So eine Scheiße können Sie echt für sich behalten. Das haben Sie im Dienst nicht zu sagen. Das haben Sie vielleicht in Ihrer Freizeit zu sagen. Dann können Sie auch so ein Bekennervideo wie die NSU machen. Dann wären Sie auch schön berühmt. Die nein, Sie haben gesagt, dass das habe ich gar nicht gesagt. Das ist doch gar nicht. Sie haben gesagt, da sagen Sie schon, nein, habe ich nicht. Gut, Sie haben gar nichts gesagt, da haben Sie recht. Nein. Ich habe mich verhört. Sicher. Das war keine patriotische Aussage. Ich? Nein, tut's nicht. Lesen Sie mal vielleicht ein bisschen Einstein. Der hat nämlich auch schon gesagt, dass Patriotismus zwangsweise zur Aggression und zum Krieg führt. Klar, wenn man immer sagt, ich bin besser, weil ich komme von hier, du nicht. Ich habe dadurch einen Sonderstatus. Sicher, dass es dann zur Aggression kommt. Und das ist Provokation. Das führt doch erst zu der Gewalt, die Sie so gerne sehen wollen und aufnehmen wollen. Ich jedes Schweinesystem stört Sie gar. Ich schäme mich für Leute wie Sie. Ich schäme mich dafür, dass Sie von mir bezahlt werden. Das ist ja wirklich patriotisch. Jetzt kommt noch die DDR dazu. Geil. Das finde ich echt witzig.